Auch dieses Jahr gab es natürlich wieder einen neuen Release des Multitools. Und wir sind weiterhin rückwärtskompatibel. Fünf Versionen. Man sieht es hier in der obersten Zeile. 2024 bis 2020 wird weiterhin unterstützt und kann so verwendet werden. Das Multitool kann wie immer im App Store bezogen werden oder auf den Homepages mum.ca oder auch mum.de, wie hier abgebildet. Der unten abgebildete QR-Code verweist Sie direkt auf die mum.de-Webseite, wo Sie die Software beziehen können. Und wir sind natürlich wie immer froh, wenn Sie Feedback und Wünsche haben, wenn Sie uns die zukommen lassen, entweder mir direkt oder auch Ihre Ansprechpartner bei der Mensch und Maschine, sodass wir wie dieses Jahr auch viele Bugfixes einfügen können. In diesem Release hat das Mum Multitool auf das bewährte Mum-Lizenzierungssystem umgestellt, sodass es jetzt super einfach immer noch über denselben Button möglich ist, das Mum Multitool zu aktivieren. Einfach hier auf Neu gehen, die Seriennummer eintragen, online aktivieren und schon sollte Ihr Mum Multitool aktiviert sein. Sollten Sie dabei auf Probleme stoßen, dann steht wie immer unsere Hotline zur Verfügung und es gibt diverse Hilfeartikel, die ebenfalls bezogen werden können in der Dokumentation. Das Schnelleinfügen des Mum Multitools gibt es schon relativ lange und erfreut sich großer Beliebtheit. Dieses Jahr haben wir es jetzt erneut etwas verändert und zwar ist es jetzt ein Dockingfenster. Also ich kann das hier wie jedes andere Inventor-Dockingfenster irgendwo andocken, sei es hier auf der Seite, unten oder auch als Tab. Ich setze mal hier unten hin, mache es ein bisschen größer. Dann habe ich hier drei Tabs zur Verfügung. Ich habe einmal offene Dokumente, was natürlich das darstellt, was ich hier unten alles offen habe. Ich habe zuletzt geöffnete, die Liste, die Inventor zur Verfügung stellt. Das ist dieselbe wie die hier, aber einfach hier kompakt direkt bei meinen offenen Dokumenten hinzugefügt und ich habe hier Favoriten. Also ich habe hier bereits einen, kann hier irgendwas auswählen, Favorit markieren und dann taucht er zukünftig immer in dieser Liste auf. Und ich brauche diese Dokumente nicht mal geöffnet zu haben, um sie hier direkt einfügen zu können. Also ich kann wie zuvor hier diese auswählen, platzieren und so super schnell alles, was ich denn irgendwie brauche, in meine Baugruppe hinzuzufügen. Wenn ich das Ganze jetzt hier noch vergrößere, dann bekomme ich hier sogar noch eine Miniaturansicht, die mir vielleicht hilft, schneller zu erkennen, ob ich das Richtige ausgewählt habe. Autodesk erlaubt schon lange, virtuelle Komponenten einzufügen. Die findet man zum Beispiel relativ neu hier in der Stückliste, direkt über diesen Button und dienen dazu, irgendwelche Stücklisteninformationen hier hinzuzufügen, dass eben halt keine 3D-Informationen haben, zum Beispiel Loctite oder so. Im Mum Multitool ist es jetzt neu möglich, diese hier als Templates anzulegen. Also ich habe hier bereits Example Template drin, ein weiteres habe ich erstellt. Ich könnte hier aber natürlich beliebig viele weitere hinzufügen, indem ich hier eine neue Vorlage starte, Namen vergebe und dann alle möglichen Informationen dazu hinzufüge, wenn es die denn benötigt, wie eine Masse, wie viele Stück soll es denn darstellen, die Stücklistenstruktur und natürlich auch alle möglichen Properties. Verwerf das Ganze mal und jetzt habe ich hier simpel und einfach die Möglichkeit, hier mein Loctite auszusuchen. Ich sehe hier, was das für Properties beinhaltet und sage hier Komponente einfügen und erhalte dann hier einmal Loctite als virtuelle Komponente eingefügt. Beim verbesserten Platzieren gab es auch eine kleine Änderung. Ich kann jetzt hier wie gewohnt mein Zylinderstift zum Beispiel hier platzieren. Ich kann ihn drehen und neu habe ich hier jetzt aber auch diese Lock Rotation, die man vielleicht vom Einfügen vom Inventor kennt, habe ich hier ebenfalls zur Verfügung. Beachten Sie aber, dass das erst ab Version 2023 möglich ist und vorher hier einfach nicht angezeigt wird. Alles andere ist soweit gleich geblieben. Das Ressourcenaktualisieren erfreut sich auch großer Beliebtheit.
Bisher muss ich hier diesen Button dann auch wirklich drücken, um den Zeichnungskopf und oder den Rahmen auch zu ersetzen. Neu kann ich das hier auch in den Einstellungen unter Ressourcen ersetzen, hier aktivieren, automatisch beim Öffnen, automatisch beim Speichern, so dass dieser Befehl dann auch wirklich automatisiert abläuft bei diesen jeweiligen Events, wenn denn gewünscht. Das Log wurde dieses Jahr stark erweitert. Ich kann das jetzt hier auch direkt anzeigen. Wenn ich hier auf Log anzeigen gehe, bekomme ich hier auch so ein Dockable Window, das ich hier aufziehen kann. Und dann sehe ich hier jeweils diverse Informationen, die das MoModule schreibt während dem Ausführen. Das hilft vor allem dem Support, schneller den Fehler zu finden, aber vielleicht auch mal dem einen oder anderen Anwender. Über den Button Info erhält man diesen Dialog, wo man erkennt, welche Programmversion man gerade aktuell installiert hat. Und das ist natürlich vor allem für unseren Support immer wichtig zu wissen, auf welcher Version das Sie dann gerade sind. Aber auch für Sie hat es hier einige Informationen, die vielleicht interessant sein könnten. Dieses Jahr haben wir umgestellt auf das übliche Major-Minor-Patch-System. Heißt, wir haben zuvorderst haben wir die Inventor-Version, die damals aktuell war. Dann der Major Release Minor und der Patch, falls es denn einen gibt. Und jetzt zum Zeitpunkt dieses Videos wäre jetzt gerade 2024.0.10 das aktuelle. Wir notieren hier jeweils Bugfixes, die vorgenommen werden, aber auch Features. Wir versuchen das möglichst vollständig hier zu erwähnen und man kann das hier ganz grob nachlesen, was dann jeweils in dieser Version geändert hat. Vielfach wurde gewünscht, dass die Umgebungsvariablen des jeweiligen Betriebssystems verändert werden können. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier beim Export PDF hier auf Zielordner umschalten, kann hier sagen User Profile und dann wird der zukünftige PDF-Export auch genau an diesen Pfad, der in dieser User Profile-Variable drinsteht, exportiert. Und es gibt dann natürlich diverse weitere Umgebungsvariablen, die können Sie auch selber definieren. Sehr etwas für advancedere User, falls Sie damit noch nie zu tun haben. Aber alle, die dem System zur Verfügung stehen, stehen auch dem MoModule zur Verfügung.